Denn es ist nur noch eine Woche bis zum nächsten Pay-Per-View Bound for Glory. Und damit hallo, Dem. Hey, guys. Ja, nur noch eine Woche bis Bound for Glory. Das bedeutet, wir haben heute die letzte WWE-Show vor Bound for Glory. Und die hat Folgendes auf der Card: Scotty Totti gegen Charlie Haas, Scorpio gegen Jerry Lynn, Christian gegen Shawn Michaels, Eddie Guerrero gegen Kane, NWO gegen Evolution und Bret Hart gegen Shelton Benjamin. So schaut's nochmal aus. Unser heutiger Main Event ist nicht Christian gegen Shawn Michaels, sondern Kane gegen Eddie Guerrero. Wir wollen uns mal angucken, wie Eddie sich so im Singles-Bereich schlägt. Wir wollen sehen, ob Kane auch vor dem Pay-Per-View nochmal dominiert. Ganz genau. Ja. Und dementsprechend werden wir jetzt hier mal die Karte tippen. So schaut's doch mal aus. Scotty Totti gegen Charlie Haas gewinnt. Keiner von beiden. Charlie Haas gewinnt. Ach, komm. Ja, komm, Scotty Totti macht's. Scotty macht den Worm, den kennt sogar der Bodo. Richtig, den kennt sogar der Bodo, den Worm. Und deswegen macht er das. Jawoll! Oh mein Gott. Der Worm war's. Sag ich dir. Goldberg gegen Jerry Lynn in einem Tables-Match. Da wird einer durch den Tisch gespeert, ich sage dir. Yep, durch den Nacken in die Hand, ey. Yep. Ich denke auch, dass Goldberg Jerry Lynn durch einen Tisch spearen wird, von dem her Goldberg. Ja, ich sag auch Goldberg. Und so ist es auch. Christian gegen Shawn Michaels gewinnt Christian, weil Shawn Michaels kann nichts. Ja, gewinnt Shawn Michaels, weil gegen Christian gewinnt jeder. Bitte, Shawn Michaels. Oh, Gott sei Dank. Shawn Michaels hat nicht enttäuscht. Gott sei Dank. Das wäre aber auch das Ende gewesen, ey. Ja, dann hätte ich ihn auch rausgeschrieben aus den Shows irgendwie. Dann wäre ich aufgestanden und wäre gegangen für die Show. Gut. So, dann Evolution gegen NWO. Beim letzten Mal siegte Orton mit einem RKO an Scott Hall. Dann gewinnt diesmal die NWO. Ja, diesmal gewinnt wieder die Evolution. Diesmal gewinnt wieder die Evolution. Ja, damit es dann den Upset beim Pay-Per-View gibt und die NWO sich ihre Titel holt. Oha, das ist doch meine Ansage. In diesem Sinne... Schon wieder Randy Orton mit dem RKO als Scott Hall. Das ist ja... Komm mal, per Pay-Per-View läuft's nicht so, mein Freund. Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Und jetzt hat das etwas voreingenommene Titelmatch, nur ohne Titel. Falls Count Anywhere Match zwischen Bret Hart und Shelton Benjamin vor dem Pay-Per-View. Ja, die beiden geben sich nochmal ordentlich. Und das gewinnt Shelton Benjamin. Das gewinnt Bret Hart. Einfach nur, weil Bret Hart wahrscheinlich wieder verteidigt, ey. Richtig. Und es gewinnt Bret Hart. Was hab ich da gesagt? Mann, das ist völlig OP! Wie konnte der Mime-Universe-Modus alles verlieren? Keine Ahnung. Ja, dann kommen wir zum Main-Event. Nein, Jericho möchte jetzt hier nicht eincashen. Nein, möchte er nicht. Möchte er nicht. Und Eddie Guerrero möchte gewinnen, tut er aber nicht. Mein Tipp ist Kane. Dein Tipp ist Kane? Ja. Ja, mein Tipp ist auch Kane. Ja, geht nicht anders. Kane ist so ein verficktes Monster einfach. Braucht man nicht diskutieren. Kane wird Eddie Guerrero wohl oder übel vernaschen, denke ich mal. Vernaschen wird er ihn so. Ausziehen und vernaschen, ja. Ja, er muss ja nicht mehr viel ausziehen. Ja. Bei Kane ist das schon schwieriger. Oh! Und da gibt's erstmal brutale Uppercuts hier von Kane. Gegen den kleinen Eddie Guerrero, da zieht natürlich... Harter Whip-In direkt mal in die Ringecke. Whip-In, Alter. Aber das werden wir sehen, ne? Ob Eddie sich hier vielleicht wieder gegen jemanden Großen durchsetzen kann, wie auch seinerzeit gegen Brock Lesnar. Ja, möglich wäre es. Ja, aber dann er braucht da schon einen Sahnetag, muss er erwischen. Sahnetag. Oh, er bringt immer einen Kane mal auf den Boden. Mit dem Armbreaker hier, setzt danach. Und jetzt? Low Dropkick aufs Knie. Das ist natürlich intelligent. Das hat noch keiner versucht. Ja. Das große Monster halt einfach aus dem. Ach, wie sag mal, ich weiß nicht, was ich sage. Oh, aber jetzt kontert Kane mit dem Armbreaker seinerseits. Einmal die Beine schwächen, damit er nicht mehr so laufen kann mit seinen langen Stelzen. Ah. Ja. Headlock und. Oh, das ist ein Back Suplex. Back Suplex von Eddie Guerrero, stark. Oh, kriegt Kane hier hochgehoben. Aber dann jetzt wirft Kane Eddie weg und sagt, guck mal, so läuft es. So kann man das machen. Jetzt ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass Eddie diesen gewinnen kann. So ist es auch. Und dann wirft er einfach weg mit dem Scoop Slam. Und Legdrop hinterher von Kane. Ja, also, ja, Eddie schnell wieder auf die Beine und schnell wieder ins Tempo und in die Offensive gehen. Richtig, das Tempo hat nämlich Kane gerade wahrscheinlich nicht gefallen. Nein, es dürfte ihm etwas zu schnell gewesen sein. Er ist ja mit Austin besser klargekommen, der langsam... brawled wie Kane. Ich finde es aber interessant, wenn Kane solche Moves da auspackt, wie gerade mit dem Legdrop auf den Arm. Da ist immer noch ein bisschen Technik dabei.
Ja, ja, Kane kann schon, wenn er will, weißt du? Jetzt hier hart ins Ringseil gewippt und Back Suplex. Aber man sieht, wie viel Kraft das Eddie kostet, wie lang das dauert, bis er ihn da rumwirft. Ja, das ist richtig. Also da muss auch unglaubliche Kraft benutzt werden. Oh, schöne Kombination jetzt hier. Erst der Spinning Heel Kick und dann der Springboard Crossbody. Duckt sich weg unter der Close und schlägt jetzt hier Kane in den Rücken. Ah, da ist er wieder, der emsige Ref, der bis jetzt jedes Match geleitet hat und schon so off and down gegangen ist. Richtig. Und da ist wieder dieser kurze Leg Drop. Ja, aber der tut natürlich weh, ne? Wenn da jemand so ein 100-Pfund-Bein auf dich fallen lässt, das tut weh. Und wieder der Crossbody. Ja, schmeißt er natürlich weg. Jetzt war Kane noch vorbereitet. Jetzt hat er's verkackt. Und jetzt schlägt er hier einfach auf den Kopf ein und drischt mit der Nase zuerst Eddie in die Matte. Zermanscht er quasi die Nase, die zerdrischt er ja wirklich im Handumdrehen. Oh, jetzt versucht Eddie wieder mit dem Lockup. Das kann nicht funktionieren. Kane gewinnt den. Und Side-Rush Leg Sweep. Richtig. Oh, Eddie Guerrero. Ja, hat es jetzt hier schwer, hier wieder dieser Leg Drop. Und jetzt wieder Lockup. Jetzt hier nochmal. Whip in. Und. Ah! Oh, da dachte ich, da geht er vielleicht durch, aber dann der DDT von Kane. Ja, und dann der brutale DDT von Kane. Also es hätte so schnell dreht sich ein Match und jetzt kommt der Camel-Klatsch von Kane. Bitte, da kommt Eddie dann noch ins Seil. Stell dir vor, da sitzen 320 Pfund auf dir und zieht deinen Nacken zu. Eddie, jetzt greift doch mal ins Seil. Er hat's doch schon berührt, hallo? Kann er nicht wirklich greifen. Los. Wahrscheinlich hat er eingesehen, dass es hier nichts bringt. Gutkick von Eddie, aber da muss was kommen. Da muss was kommen, Eddie. Komm schon. Was kommt jetzt? Oh, Gory Special. Gory Special, Mann. Out of nowhere. Will er jetzt hier covern? Nee, er tritt nochmal nach. Der Cover hat er gerade kein Interesse. Weiß er, dass es vielleicht nicht reicht gegen Kane? Oh, aber dann wieder dieser DDT von Kane. Ah, Eddie, das war so nah. Was hat Kane jetzt vor jetzt? Kurz vor der Überraschung, ne? One, two, nee. Okay. Also, okay, das ist natürlich auch schon jetzt fast schon arrogant von Kane, nach so einem DDT zu covern. Und jetzt hier wieder der Dropkick. Aber Kane hat nicht im Seil. What? Oh. Catapult Chokeslam! Holy shit! Was ein Finish das war's, da kickt Eddie niemals aus. Alter! Das war bitterböse. Bitterböse, schmeißt ihn da hoch, fängt ihn ab mit der Hand, greift ihn am Hals und dann ist Eddie auch so überrascht von der ganzen Situation, dass einfach Schluss ist. Das war ultra geil, Alter. Haben wir auch noch nicht so gesehen, okay? Nee. Das war super Überraschung. Erster Gory Special, fast die Überraschung von Eddie Guerrero. Naja, hätte ich gefeiert, wenn Eddie hier gewonnen hätte. Ja, es wäre auf jeden Fall eine Riesenüberraschung. Das Cover nach dem Running DDT, aber da kickt Eddie nochmal aus und dann wird er halt ins Seil gewippt. Dann geht's ins Seil, dann kommt dieser Catapult Chokeslam und das ist vorbei. Schade, dass man ihn nicht mal in der Wiederholung gesehen hat. Ja. Oh mein Gott. Kane, das Monster, lacht. Sieh dir das Lachen an. Und er lacht nur über Eddie. Haha. Du bist auch nur einer, der es versucht hat und kläglich gescheitert ist. Ja, genau. Alles Opfer hier. Unglaublich, dieser Kane. Kommt jetzt das Feuer. Zum Abschluss der letzten WWE-Show vor Bound for Glory kommt das Feuer nochmal aus den Ringecken. Und mit diesen unglaublichen Bildern beendet Kane die letzte WWE-Show vor dem Pay-Per-View Bound for Glory. Oh, wir sehen uns morgen bei ECW. Nee, wir sehen uns heute Abend wieder, denn die Show war wirklich sehr kurz. Okay, gut. Aber Kane ist halt das auch... Wenn der Wolf das sagt, dann machen Kane wir das. Kane ist halt auch einfach ein Monster, der macht halt kurze Shows. Und der macht halt kurze Shows, richtig. Ist halt so, ne? In diesem Sinne sehen wir uns heute Abend zu ECW wieder. Tschüss. Ciao. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben. Deine Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.